Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Das habt ihr in den letzten Tagen schon öfter gehört und vor allem diesen Screen in den letzten Tagen erst gesehen. Und zwar, als ich die Karriere mit 96 gestartet habe. Allerdings haben wir das Ganze ja geklärt und jetzt geht es in der Premier League weiter. Ich habe euch abstimmen lassen auf Strawpoll natürlich. Ich habe das Ganze auf Facebook gepostet und auf YouTube ja sowieso unter dem Karrieremodus-Video. Und mir wurde sozusagen die Auswahl gelassen zwischen Stoke City und Crystal Palace. Die beiden waren ungefähr gleich auf. Habe ich nochmal eine Abstimmung gemacht und es war immer extrem knapp. Mal war Stoke klar vorne, dann wieder Crystal Palace. Im Endeffekt ist jetzt Crystal Palace das Team, was weiter vorne war. Und ich habe mich tatsächlich, obwohl ich den Thumbnail für Stoke schon fertig hatte, dazu entschieden, okay, wir nehmen Crystal Palace. So, das heißt, wir gehen direkt mal auf die englische Liga. Wir gucken uns die beiden Kader mal im Vergleich an. Stoke wäre mir ehrlich gesagt auch zu stark gewesen. Sonst hat gutes Potenzial. Muniesa ist richtig, richtig stark. Begovic ist stark. Dazu haben sie noch Butland, der Megatalent ist. Jupp ist auch ziemlich gut eigentlich. Arnautovic, dazu haben sie noch beispielsweise Bojan Krikic, Shawcross und so weiter und so fort. Also, ich denke mal, das ist schon so eine ganz gute, eine ganz gute Auswahl, dass wir jetzt hier Crystal Palace nehmen. Wir gucken uns die nochmal ganz kurz an. Und zwar haben die Speroni, Ward, Hangeland natürlich, die Legende Delaney, Kelly, Punchian, dann MacArthur, Ledley, Zaha, Chamack und Fraser Campbell. Das heißt, das Team ist wirklich gut und mit denen werden wir jetzt eine Karriere starten mit den Eagles. Wir spielen im Sellers Park, wir werden natürlich bei der Strenge bei den Finanzen auf Mittel gehen. Halbzeitlänge 5 Minuten und aktuelle Kader herunterladen. Jetzt müssen wir nicht mehr drauf achten. Deswegen machen wir das direkt mal und ich hoffe, dass euch diese Episode gefällt. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wäre eine großartige Unterstützung für Coins für Ultimate Team. Schaut bei Daniel vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und allgemein gibt es noch demnächst ein paar Infos auf Facebook, wie ihr mich noch weiter unterstützen könnt, aber dazu dann mehr. So, wir kommen aus Deutschland natürlich, tragen Hemd und Schlips, also Marineblau ist eigentlich ganz okay, sind aber hell und regulär, natürlich nicht stämmig oder sowas. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Letztes Mal war, obwohl ich das so eingestellt habe, ein Schwarzer, was ich ziemlich komisch fand. Aber egal, gehen wir auf weiter und dann geht es los. MGT bereit, Crystal Palace im Sturm zu nehmen, oh ja, und zwar tief. Der Adler symbolisiert mich schon ganz gut eigentlich. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass MGT neuer Trainer bei Crystal Palace wird. Man weiß nicht, welche anderen Kandidaten noch im Gespräch waren. Der Forschungsvorsitzende sagt, er ist ein zielstrebiger Typ, der uns sicher den Erfolg bescheren wird, den wir uns wünschen, bla 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 bla. Im Endeffekt quasi das, was man immer da stehen hat, ja, Toni Kroos für 41,5 Millionen von Real Madrid nicht weggewechselt, sondern zu Real Madrid gewechselt von Bayern. Die Ablösesummen sind ja immer unrealistisch, aber von mir aus, von mir aus kann das so sein. Ich kann es kaum erwarten, mit ihnen zu trainieren. Er wird der gesamten Mannschaft einen Schub geben und das ist es, was uns in den vergangenen Wochen ein bisschen gefehlt hat. Ah ja, gerade bei Real Madrid fehlt natürlich der Schub nach dem Champions League Gewinn. Aber gut, so, Karriere erstellen und es werden dann die Eagles werden. Ihr habt das Symbol von Crystal Palace schon gesehen, es ist ein Adler. Und was heißt Adler auf Englisch? Für die ganzen Sherlocks, schreibt es mal in die Kommentare. Für den Rest, es ist natürlich Adler, ganz klar. Nein, Eagle, ja, scheiße. Es ist auf jeden Fall Eagle, nicht mit I-G-E-L, sondern mit E-A, ne? Also ist ja ganz klar. Wir haben unsere Ziele. Runde der letzten 16 erreichen, ist auf jeden Fall schon mal ambitioniert im Pokal, vor allem in England, aber es sollte möglich sein. Wichtige Infos zum Transfermarkt, nicht sonderlich Großes, aber nach dem Stürmer sollen wir Ausschau halten, das können wir natürlich auch machen. Ich möchte mich vorstellen, Paul Smith haben wir hier, ja, das ist relativ uninteressant. Und Ligaziel, Tabellenmittelfeld ist unsere Devise. Ich wollte eigentlich ein abstiegsbedrohtes Team haben, aber Crystal Palace ist eigentlich auch schon noch relativ abstiegsbedroht, von daher kann man das mal so machen. Wir werden natürlich nach einem Stürmer suchen, aber das Ganze machen wir mit Scout-Aufträgen, die wir selber erstellt haben und nicht hier irgendwie mit den vorgegebenen, denn die sind immer relativ scheiße, meiner Meinung nach. Und schauen wir einfach mal. Oh, jetzt haben wir natürlich, okay, gar keine Spieler mehr, die hier, doch, da. Okay, James Wilson, okay, könnte man überlegen, ist eigentlich nicht so mein Spieler. Rand hier oder Berahino. Berahino wäre natürlich interessant, aber wäre vielleicht ein Mainstream-Kauf so ein bisschen. Victor Anichebe, nee, Kenwin Jones, Carlton Cole und die beiden sind auch interessant. Das sind halt so zwei Talente, die man oft hat, aber ich denke mal, das ist jetzt bisher noch nicht so wirklich notwendig. Gucken wir uns den Kader einfach mal an. Wir haben Speroni, der relativ gut ist. Wir haben natürlich Yannick Bolasie mit seinen Five-Star-Skills, was sehr, sehr schön ist. Wir haben Wilfried, nicht Wilfried, oder? Heißt der Wilfried Zaha? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Zaha und Punchin, das sind auch relativ gute Außenspieler auf jeden Fall. Ein solides zentrales Mittelfeld mit Ledley, den ich eigentlich ziemlich cool finde, und MacArthur. Beide auch noch in einem vernünftigen Alter. Chamack ist schon 30, da müsste man mal schauen. Aber Gale ist mal in 23, also es geht auf jeden Fall noch klar. Fraser Campbell haben wir noch, mittlerweile auch schon 26, aber ein guter Ersatzstürmer an sich. Hangel ist mittlerweile 33, ist aber ein guter Ersatzverteidiger, sag ich mal. Delaney haben wir hier mit 32 und Dan mit 27. Also Dan, kann man noch was von erwarten, unser Kapitän. Naja, würde ich fast sagen, dass ich lieber Hangel anspiele, aufgrund meiner Zuneigung für den. Ward
haben wir dann Linksverteidiger auf rechts, geht aber 24 Jahre alt, das heißt, der hat noch Entwicklungspotenzial. Kelly auf der linken Seite, auch wenn er rechts hat, das ist doch vollkommener Schwachsinn, egal. Auf jeden Fall Kelly, 23, weiß nicht, ob der geliehen ist, müssen wir gleich mal nachgucken, an sich auch ein guter Spieler. Und dann haben wir noch Suare, 24 Jahre alt, kann linker Mittelfeldspieler und linker Verteidiger spielen. Ist also ziemlich nice. Ward, nee, Quatsch, Kelly kann er nicht, obwohl er so großes Innenverteidiger spielt. Müssen wir mal schauen, wer sich mehr beweist, Duare oder Ward im Endeffekt, oder ob Kelly nur geliehen ist, da müssen wir mal schauen. Dann haben wir noch Murray, was noch ein, ich sag mal Ergänzungsstürmer ist, Mariappa, als solider Spieler, der vor allem schnell war zumindest mal, aber immer noch schnell ist die Frage. Geht. Jora ist natürlich sehr interessant, weil, was, der ist so alt schon? Oh, ich habe den jünger geschätzt. Na egal, ist ja doch nicht interessant. Jedinak ist aber dafür relativ interessant. Ist zwar schon relativ alt, aber halt ein sehr solider Spieler. Matsch ist 22 Jahre alt und denke mal, kann sich noch gut entwickeln. Yaya Sanogo von Arsenal, ich denke mal, ist auch bekannt, hat gegen Dortmund in der Champions League getroffen unter anderem. Dann haben wir noch Chung Yong, der ist auch noch ganz okay. Er hat immerhin die Forster-Skills und so 25 Jahre alt. Williams ist vielleicht das größte Talent des Vereins mit 70er-Rating und 20 Jahren. Shola Ameyobi, der ganz, ganz alte Ameyobi. Ja, ist auch nochmal ein Ergänzungsstürmer. Also eigentlich haben wir kein Stürmerproblem, aber natürlich sind das nicht die einzig wahren Stürmer, die man eigentlich braucht. Friars haben wir dann noch hier von den Spurs, wahrscheinlich auch nur ausgeliehen, kann man nochmal gucken. Und Boateng ist, glaube ich, sogar der Bruder. Ne, ist nicht der Bruder. Es gibt einen anderen Boateng in der Liga mal, der Bruder von einem der Boatengs war, beziehungsweise von beiden Boatengs. Hier haben wir noch Anderson, der eigentlich gar nicht so schlecht aussieht mit 18 Jahren. 64 geht auf jeden Fall klar. Da kann man mal gucken. Setzen wir weiter nach oben. Allgemein werde ich den Kader aber später sortieren. Wir schauen uns erstmal an, was wir so an Leihspielern haben, beziehungsweise an Spielern verliehen haben, weil das ja auch noch immer relativ interessant ist. Wir haben 9 Millionen Transferbudget und 90.000 Gehaltsbudget. Wir haben 40 Spieler im Kader, das ist schon mal sehr, sehr viel. Wir haben Benom Williams verliehen, der zwar schnell ist, aber ansonsten noch nichts kann, aber kann sich ja noch ergeben. Bei Innes sieht es wohl genauso aus, 1,96 groß. Ja, Hunt haben wir dann noch verliehen. Und zwar weiß ich wohin, aber sieht an sich auch nicht so schlecht aus als Ergänzungsspieler. Bannon, ja, Bannon ist halt relativ schlecht geworden mittlerweile. Ohne Sinn eigentlich, der war mal ein richtiges Talent, meiner Meinung nach. Zumindest in FIFA, in Ultimate Team sah es immer so aus, aber na gut, 1 Million mehr Marktwert kann sich ja noch entwickeln. Ramage ist alt, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen genauso wenig. Dobby mit 31, sieht nicht ganz so aus wie der Elf von Harry Potter, aber gut. Und Price im Tor, ja gut, ist auch nicht so wirklich das Wahre. Allerdings ist der geglitscht, soweit ich weiß, von daher mal schauen. Sanogo ist nur geliehen, ansonsten haben wir alle Spieler fest verpflichtet. Was also heißt, dass wir mal ausmisten können und mal gucken können, was wir hier so auf den Positionen haben. Denn wir haben natürlich viel zu viele Spieler im Kader und können uns so überhaupt nicht verstärken. Im Tor haben wir Hennessy, Price und Spironi. Das heißt, wir können das eigentlich so behalten. Bei einem Torwart müssten wir eventuell mal nachgucken, weil Spironi so alt ist und weil Hennessy jetzt auch nicht das Allerwahrste ist. Aber da schauen wir auf jeden Fall gleich mal. Also Scout of Track Nummer 1 wird auf jeden Fall einen Torwart betreffen, der ein bisschen jünger ist. So, Innenverteidigung sind wir nicht so gut aufgestellt. Aber Dan und das war es dann eigentlich auch schon fast. McCarthy ist schon 31, aber wir brauchen auf jeden Fall was in der Innenverteidigung, was jung ist vor allem, weil das sieht echt nicht so besonders gut aus. Auf der Linksverteidigerposition sind wir richtig gut aufgestellt. Suare, Ward, der aber auch Rechtsverteidiger spielen kann, wie wir schon gesehen haben. Und Sechser sogar, das ist sehr interessant. Das ist sogar sehr gut eigentlich. Benom Williams war auch noch verliehen. Das heißt, da werden wir mal schauen. Friars werde ich auf jeden Fall mal verleihen. Und zwar für eine Saison. Wir haben noch Kelly, Mariappa, das heißt, wir haben zwei Rechtsverteidiger momentan standardmäßig und noch einen, der wir ausgeliehen haben, aber wir können natürlich auch hier entweder Ward oder, ich glaube, Friars kann das auch, ne? Ne, kann er nicht, aber Ward kann man auf jeden Fall theoretisch noch auf die Rechtsverteidigerposition stellen. Linkes Mittelfeld haben wir Thomas, der schon 31 ist, also relativ alter Kader, sehe ich schon, aber Forster-Skills hat, und Bolasie, das heißt, da müssen wir nichts großartig verändern. Rechts haben wir dann einige Spieler, und zwar Gray, der 18 Jahre alt ist, aber nicht besonders stark aus, die gebe ich mal eine Saisonleihe. Dann haben wir noch Chung Yong, und wir haben Wilfried Zaha, der auch, ja, der kann immerhin links spielen, theoretisch, aber da haben wir natürlich auch unseren Bolasie, da können wir eventuell den Thomas verkaufen, das mache ich auch einfach mal. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Alternative auf der linken Seite. Kann Punchieren das auch? Ja, okay, dann spielt Zaha auf der rechten Seite mit Young oder Young und Punchieren auf der linken Seite mit Bolasie. Sechser, Boateng, ja, kann man auch mal verleihen eigentlich, ist aber jetzt auch nicht so das Wahre. Garvin, ja, den kann ich verkaufen eigentlich. Ledley, MacArthur, die sind eigentlich noch ganz gut. Much genauso. Bei Chamak weiß ich nicht, den könnte ich eventuell verkaufen. Dobby ist verliehen, aber ich glaube, Much verkaufe ich sogar wirklich mal. Chamak, weil der, ist nicht so meins. Dann haben wir hier Anderson, den ich mal verleihen werde. Zumindest, Saison oder Kurzleihe? Ich glaube eher Kurzleihe erstmal. Oder Saisonleihe. Saisonleihe ist, glaube ich, besser für einen 18-jährigen. Ameyobi haben wir dann noch. Wir haben Apia, den ich eigentlich, den vielleicht mal kurz. Dann haben wir noch Campbell, Gay, dann haben wir hier noch Murray, den ich mal verkaufen werde, und Sanogo, der geliehen ist. Das heißt, wir haben zwei Stammstürmer, wir haben Ersatzstürmer, wir haben theoretisch noch einen Ersatzstürmer und
Noch ein Ersatz schon mit Sanogo. Also eigentlich können wir, ja, die beiden müssen wir schon verleihen eigentlich. Also Sanogo und Amiobi werden sich dann um die Stürmerposition, Ersatzposition streiten. Wobei wir ja, nee, wir haben nur einen Stürmer theoretisch. Das heißt, wir können eigentlich, warum sollen wir nach einem Stürmer ausschalten? Das ist doch vollkommen sinnlos. Egal, Campbell wäre eventuell noch ein Spieler, den ich verkaufen würde. Ist aber erst kürzlich gekommen, deswegen ist es sinnlos. Vielleicht dann Schola Amiobi verkaufen. Haben wir drei Spieler. Ich denke mal, das wäre sinnvoll, ja. Ja, denke ich doch. Passt so. Gut, dann Aufträge. Also, wir brauchen als allererstes mal einen Torwart, das ist ganz klar. Der sollte schon mal Stammspielerqualität haben. Allerdings sollte er, und groß sein. Groß. Er sollte allerdings im Idealfall nicht älter als 23 Jahre sein. So, dann, was brauchen wir noch? Innenverteidiger auf jeden Fall. Die sollten auch groß sein, Stammspielerqualität haben und sollten, ja, sagen wir, bis 25 Jahre kann man da schon gehen. Vertrag ist da egal, Außenspieler brauchen wir nicht. Vielleicht gucken wir nochmal nach einem zentralen Spieler, der, ja, irgendwie ein bisschen, ja, Stammspielerqualität und vielleicht, ja, Allrounder wäre, glaube ich, ganz gut. Da können wir mal ein bisschen in der Altersklasse, ja, lassen wir mal 25. Und Stürmer brauchen wir eigentlich nicht, Außenspieler auch nicht. Wir schauen mal, was sich in der Vorrunde so ergibt, beziehungsweise jetzt in der, ja, in der Sommerpause und Vorbereitung. Und dann gucken wir mal, was da so der Plan ist. So, bisher ist noch nichts passiert nach drei Tagen, was aber auch nicht sonderlich verwunderlich ist. Von daher passt das. Transferangebot für Ezekiel Fryers von den Wolves. Das nehme ich direkt mal an und ich glaube, dass der in der zweiten Liga deutlich mehr zum Einsatz kommen wird als bei uns. So, Modric will zu Manchester City oder Manchester City will Modric haben. Wir haben für Owen Garvin ein Angebot bekommen. Der ist 575.000 wert. Sie bieten mir 475.000, sage ich mal 600.000. Ein bisschen über Marktwert, weil der hat bestimmt noch ein bisschen, obwohl der hat nur 12 Monate Vertrag. Ich versuche es mal mit 600.000. Vielleicht bieten sie mir nochmal das gleiche oder ein bisschen mehr. So. Wieder weiter, James Wilson, haben wir Abschlussbericht, 550.000, ja, hat nur ein Jahr Vertrag, dann machen wir das mal, das passt dann schon einigermaßen, ein bisschen Geld in die Kassen spülen. James Wilson haben wir hier, wie gesagt, ja, ist, ja, nee, eigentlich, nee, nicht wirklich. Jack Butland wäre ein Spieler, den wir bei Stoke gehabt hätten, der aber an sich sehr interessant ist. Francis Coquelin, eventuell auch gar nicht mal so interessant. John Joe Shelby, die werde ich mal beobachten, die finde ich gar nicht so schlecht. Eriksen ist vollkommen utopisch. Smalling, nee, eher nicht. Angela eher auch nicht. Aber Coquelin auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt. John Joe Shelby auch, haben wir aber auch schon auf der Scout-Liste. Tommy Smith kenne ich überhaupt nicht, aber an sich vielleicht mal eine Überlegung. Wert Henderson ist viel zu gut, genauso wie Sarkos. Theron Clark wäre da noch eine Überlegung wert auf jeden Fall. Der ist ja im Karrieremodus relativ abgegangen. Von daher mal schauen, was sich da so ergeben wird. Kevin Wimmer haben wir dann noch aus Deutschland. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Vor allem, weil der auch wirklich relativ stark jetzt schon sein sollte. Vom Rating her müssen wir mal schauen gleich. Wir haben Bernd Leno, der ein bisschen zu stark ist. Wir haben Loris Karius, der noch interessant ist. Und natürlich Timo Horn, was auch keine Überraschung ist, wenn wir den einen Kölner haben und einen anderen Kölner. Globales Transfernetzwerk. Dann schicken wir nochmal einen Scout nach Spanien, Italien, Deutschland. Haben wir schon einen. Oh, Frankreich. Ich glaube, Frankreich ist da die beste Idee. Weil, obwohl Spanien wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber er ist jetzt sowieso unterwegs. So, deutsche Spieler haben wir hier noch. Karius, Horn, Rüdiger, Nastasic, Sané wäre eventuell wieder ein interessanter Transfer. Chaka wäre ein Spieler, den ich sehr gerne haben würde, aber wahrscheinlich sehr teuer sein wird. Bartstuber, Rudi, Kevin Wimmer haben wir hier. Wir haben einen Thorgan Hazard, der ja gerade einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Wahrscheinlich hier noch nicht, aber an sich schon. Bell haben wir dann noch. De Bruyne, Edgar Pripp vielleicht. Der kann variabel spielen. Jerome Boateng ist vielleicht ein bisschen zu teuer, aber auch nur ein ganz klein wenig. Als dass wir den hier verpflichten können. Dann haben wir noch unseren Scout unterwegs. Was? Warum Scout unterwegs? Ach so. Okay. Auch hier ist natürlich wieder die Frage, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wollt ihr eine Finanzspritze haben oder einen Jugendscout, den ich engagiere? Also Jugendscout allgemein wird engagiert, aber ich meine jetzt so einen Starspieler quasi. Das könnt ihr mir mal reinhauen, würde mich mal interessieren. So, 10 Spieler aus England, ist nicht der erste Bericht, aber gut. John Stones wäre auch noch interessant an sich. Da können wir mal vielleicht anfragen mit einer Leihe mit Kaufoption. Eric Dyer, genau das gleiche eigentlich. Philipp Wollschein haben wir hier noch. Und ein paar andere, Nathan Baker, habe ich noch nie was von gehört, aber auch da kann man mal nachgucken. Westwood, nee. Okay. Gut, also wir haben auf jeden Fall schon mal einige interessante Innenverteidiger bzw. Spieler gefunden. Das ist nicht schlecht, das freut mich ehrlich gesagt ziemlich, denn das ist ganz gut. Hiram Boateng, Barnsley möchte den gerne haben für eine Saisonleihe von mir aus. Ist nichts wert bisher, von daher schlechter werden kann er relativ schwer.
Niklas Süle haben wir hier noch, aber der ist nicht so interessant. Brooks dann schon eher. Johannes Geis hatte ich im letzten Karrieremodus. Na, ich beobachte mal, aber eigentlich wäre mir das zu ähnlich. Matip, ja, an sich auch nicht uninteressant. Adam Matuschik, Holtby, Hummels, das sind alles relativ unrealistische Transfers, beziehungsweise nicht Transfers, die uns weiterhelfen würden wahrscheinlich. Vor allem, weil wir eigentlich keinen zentralen Spieler brauchen in der Theorie. Also von daher, ja, mal sehen, was uns jetzt so gebracht wird. Abschlussbericht und aktuell ist aus Frankreich. Das ist schön, da gucken wir gleich mal rein hier in die Berichte. Ciarán Clarke ist relativ langsam und hat auch nicht gute Werte, aber an sich vielleicht nicht schlecht. Tommy Smith, ja, der ist eigentlich außen vor, hat aber bessere Verteidigungswerte als Clarke zumindest schon mal. John Joe Shelvey hat natürlich ziemlich nice Werte, vor allem was Schüsse und sowas und Pässe angeht. Ist aber, ja, vielleicht ein Spieler für die Zukunft. Müssen wir mal schauen. Das wäre aber auf jeden Fall eine Option. Genau wie Francis Cooklor, der eher für die Defensive zuständig ist. Nathan Baker ist noch nicht fertig. Eric Dyer auch noch nicht. Stones auch nicht. Aber Butland dafür. Und Butland sieht eigentlich ziemlich stark aus mit 21. Da könnte man echt mal überlegen. Aber wir warten erstmal ab, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Ganze Iori haben wir hier. Das ist vielleicht nicht uninteressant. Genauso wenig wie Papi Mjiloboji. Der ist, glaube ich, wirklich gar nicht mal so schlecht. Sertic hatte ich mal bei Köln. Der war ganz okay, aber nicht so krass. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einige interessante Spieler, was ich schön finde. Ich habe gerade irgendwas gesehen mit Villarreal und 96, was mich jetzt schon wieder komplett verunsichert. Transferangebot für Kershi Andersen. Saisonleihe ab zu Burnley. Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Warum habe ich das getan? Na egal, es ist passiert. Liga-Konkurrent hat ein 64er-Rating. Normalerweise hätte ich den gerne in eine etwas schlechtere Dings geschickt, in eine etwas schlechtere Mannschaft. Ah, ich weiß ja nicht. Ich hoffe, er macht sich da. So, aktuell ist aus Frankreich, habe ich da schon geguckt. Genau, das habe ich schon fertig. Dann können wir eigentlich auch schon wieder weitergehen. Wolfsburger Jackson Martinez verpflichtet. Sehr interessanter Transfer, meiner Meinung nach. Kann man auf jeden Fall so machen. Und dann ist bald das erste Testspiel da gegen den SC Paderborn. So haben wir Jones Stones und Dings abgeschlossen. Sebastian Coates haben wir hier noch. Maya Yoshida, das Thibaut Courtois kommt, war klar. Drinkwater haben wir hier noch. Allen, Anita, Pierce. Ja, nichts sonderlich Interessantes mehr. So, John Stones sieht echt stark aus. Hat ein 75er Rating, hat 2,5 Millionen Marktwert. Ja, doch. Da werde ich mal gucken. Ist natürlich ein Talent bis zum geht nicht mehr, ne? Mal sehen. So, hat gerade erst einen Vertrag abgeschlossen, aber vielleicht wollen die ja, zumindest schon mal eine Leihe wäre echt gar nicht schlecht. Mit 5 Millionen Klausel, dass wir ihn kaufen können, theoretisch. Na, wer weiß. Bei Dyer eigentlich ganz genau das Gleiche, aber ist schwer zu sagen. Auch da ganze Saison, sag ich mal, 4 Millionen. Wäre zumindest, ja, ein guter Deal an sich, weil, ne, die Spieler sind halt gut und kosten nicht so viel. Zumindest jetzt noch nicht, später schon. Es gibt mal einen kurzen Cut. Sekunde. So, da sind wir wieder. Berahino habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ist halt schnell, nicht sonderlich stark, aber hat einen krassen Abschluss. Auch da könnte man zumindest mal nachfragen. Vielleicht im Austausch mit einem Spieler wie beispielsweise... Ja, wie beispielsweise... Weiß ich nicht. Vielleicht auch den erstmal leihen und dann für 5 Millionen kaufen. Wer weiß. Wäre auf jeden Fall eine Option. So. Aktuell ist aus Deutschland haben wir dann noch. Auch nicht schlecht. Milos Jojic. André Hoffmann. Matze Ginter. Hoffmann. Caldirola. Rajkovic. Wir haben auf jeden Fall interessante Spieler schon mal und dürfen jetzt gleich in unser erstes Testspiel gehen. Aber die ganzen Transfers rollen noch nicht so bei uns. Also wir kriegen noch keine ganzen Transferangebote rein. Ich hoffe, das kommt noch. Haben noch hier zu Brooks und Geis ein paar Berichte. Blablabla. Nabil Fek hier. Der ist natürlich extrem stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den hätte ich schon irgendwie gerne in meinen Reihen, aber ich glaube, dass der unbezahlbar werden wird. Adrien Rabiot wäre auch nicht schlecht. Nicolas, alles. Nee. Das sind wieder so Spieler, die ich eigentlich nicht brauche. Florentin Pogba, kann man mal gucken. Scheint sich entwickelt zu haben in Realität, sonst hätte der jetzt nicht hier oder wäre nicht aufgetaucht wahrscheinlich. Appa möchte gerne spielen, aber wir werden erstmal in unserer Standardformation hier starten. Allerdings mit der Formation, wie ich sie in die Startelf packen würde. Im zweiten Spiel werden wir dann ein bisschen mehr testen. Bolasi links, auf der rechten Seite Zaha, im zentralen Mittelfeld MacArthur, ne? Ja, wobei, eher Ledley. Oder? Ne, eher MacArthur. Oder Matschalt, aber ne, MacArthur eher. Suare anstelle von Kelly. So, wie alt ist Kelly nochmal? Kelly ist 23, glaube ich, ne? 24. Hangeland, dann ja, lassen wir erstmal so die Innenverteidigung eher auf Bank für
Für wen denn? Na, das ist eine gute Frage, eigentlich für gar keinen. Williams auf 10, schon mal ganz aus dem Kader raus. Und den Rest lassen wir so. Mal sehen, wie wir uns gegen Paderborn schlagen werden. Also Paderborn ist jetzt eigentlich nicht so der absolute Top-Gegner, aber man weiß ja nie, wir spielen zu Hause. Übrigens gibt es diesmal nur ein Spiel, in der nächsten Episode gibt es dann die nächsten zwei Testspiele und eventuell schon das erste Spiel überhaupt, also in der richtigen Saison. Ich denke aber eher nicht, denn naja, ich muss auch mal schauen, wie das hier bei euch ankommt. Wir haben das 1-0 durch Gale, was sehr schön ist, finde ich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein geiler Start. Ha, kleiner Wortwitz und so. Es bleibt beim 1-0. Ladley Jedinek Dan hat sich verletzt im ersten Spiel. Delaney kriegt gelb-rot. Gale verschießt einen Elfmeter. Jetzt wird's langsam lächerlich. Das ist ein richtig beschissener Start eigentlich, auch wenn wir zu gewinnen scheinen. Ja, Williams macht das 2-0, unser Zehner. Das ging ja schon mal gut los. So, das heißt, wir brauchen zwei neue Innenverteidiger. Und wir haben ein Angebot für Jake Gray erhalten von Newport County. Das nehmen wir auch an. Warum nicht? So, Leihe mit Kaufoption. Die wollen ihn nicht ausleihen. Er wird 7 Tage ausfallen. Okay. Spieler verliehen, ja bla bla, kennen wir schon. Gilo Boggi haben wir hier noch den Bericht. Gilo Boggi sieht echt stark aus, aber natürlich auch viel wert. Ne? Der ist echt teuer. Der ist echt teuer. Da kannst du eigentlich vergessen, dass du den bekommst. Iori. Schon eher. Ihr könnt mir wie gesagt mal in die Kommentare schreiben, was die Finanzspritze angeht und was den Star Scout angeht. Da würde ich mich mal sehr darüber freuen, wenn ihr das macht. Und ja, das war's dann von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ein Go Ahead Eagles. Bis dann. Haut rein und ciao.